noch wenige Tage bis zur Wahl des Europaparlaments. Manche assoziieren mit Brüssel, Evre, Ehle, existenzielle Fördertöpfe und florierende Wirtschaft im ländlichen Raum. Manche allerdings auch Regulierungswahn und Gurken. Um einige Missverständnisse auszuräumen, standen am Donnerstag in Ludwigslust drei Kandidaten Rede und Antwort. Cécile Bonnet, Kandidatin der FDP, Werner Kuhn von der CDU und Helmut Scholz von der Partei Die Linke. Der Aufruf des Europäischen Parlaments zur Wahl: Handeln, mitmachen und etwas bewegen. Das Ziel der Gesprächsrunde für Organisatorin Jana Kasten ebenso klar. Ja, dass man sich ein Bild machen kann. Wen kann man überhaupt wählen? Was bedeutet das, zur Wahl zu gehen? Was heißt das, wenn ich meine Stimme abgebe und mein Kreuz dorthin setze, wenn ich ins Europaparlament wähle? Und daher, deswegen kommen wir her und hoffen nochmal mit dem bunten Programm, also mit Bauer Call, ein bisschen Witz reinzubringen, weil auch im Witz liegt die Wahrheit. Und ich weiß, wir hatten vor 2 Tagen schon eine Veranstaltung mit ihm. Und er kann ganz gut auf den Zahn fühlen. Und da freue ich mich heute auch schon drauf. Zu Recht, denn Gast Bauer Call stellte die Grundprobleme gewohnt überspitzt, aber mustergültig heraus. Lethargie seitens der Wähler und Untätigkeit im Angesicht derselben durch die Politik. Aufschwung populistischer Parteien, nicht nur in Deutschland, ist die Folge. Werner Kuhn ist bereits Mitglied des Europäischen Parlaments und weiß deshalb, was sich dort für MV bewegen lässt. Ich bin ja Mitglied im Transportausschuss in der Europäischen Union, im Europäischen Parlament, und habe mich für bessere Verkehrsanbindungen eingesetzt. Und zwar, dass wir auch nicht von den europäischen Achsen abgehängt bleiben. Rostock ist Kernhafen geworden und wir haben direkte Schienenverkehrsachse nach Südeuropa bis in den Baltern uns zum Mittelmeer hin. Und das ist ein Thema. Natürlich auch die Fischereipolitik, die betrifft uns schon. Die kleine und handwerkliche Fischerei spielt für uns eine ganz entscheidende Rolle. Dass hier dieser Berufsstand erhalten bleibt, das ist unsere Authentizität. Da kann man sicher für Quoten kämpfen und kann darum kämpfen, dass wir ein ordentliches MSC-Siegel bekommen und die Ware gut verkauft werden kann. Aber diese Grundeinstellung dazu, die muss auch da sein. Und da habe ich einiges erreicht im Fischereiausschuss. An der Talkrunde nahm auch Silvia Hinrichs, Geschäftsführerin des Sandhorn-Storchen-Nestbetriebs, der in Ludwigslust 400 Hektar ökologisch bewirtschaftet, teil. Sie brachte es auf den Punkt, wie sich die EU in der Region auswirkt. Für die Wirtschaft sind beispielsweise auch die Verhandlungen rund um das Freihandelsabkommen mit den USA sehr wichtig. An diesen nimmt Helmut Scholz für die Europäische Linken Partei teil. Also einmal bin ich als Handelsexperte im Europäischen Parlament gegenwärtig mit den Verhandlungen zum EU-USA-Freihandelsabkommen beschäftigt und sehe damit natürlich eine ganze Reihe von Anforderungen auch für die Region hier. Also wie soll künftig produziert werden, auch gerade im Agrarbereich? Wie sollen künftig regulatorische Standards gesetzt werden, die sich für Menschen auch hier in dieser Region auswirken werden? Und das, glaube ich, ist einer der wichtigen Schwerpunkte, mit denen wir gegenwärtig konfrontiert sind. Zweitens, ich stehe für ein soziales Europa und möchte, dass sozial- und beschäftigungspolitische Kriterien viel stärker in den Mittelpunkt der Politik gerückt werden. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir bestimmte Schieflagen, in der sich die Europäische Union gegenwärtig gerade befindet, überwunden werden können. Und da ist gerade das soziale Europa, glaube ich, ein wichtiges Instrument dafür. Cécile Bonnet hat das Ziel Europaparlament noch nicht erreicht. Die Wahlschwerinerin, die in Frankreich Germanistik studiert hat und sich nach eigenen Angaben in Deutschland verliebt hat, identifiziert sich mit den liberalen Grundsätzen der FDP, auch wenn die Partei gerade durch schwere Zeiten geht. Für die Region nannte sie klare Ziele, für die sie kämpfen möchte. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass man nicht mehr mit der Stirn runzelt, wenn man sagt, ja, wir werden hier in Mecklenburg-Vorpommern Investoren holen. Wir haben hier so viele Potenziale und dafür möchte ich in Brüssel kämpfen. Also das heißt, dass unser Bundesland international wettbewerbsfähig wird und anerkannt wird, dass wir auch entsprechende Fachkräfte holen. Na, wenn wir Investoren holen wollen, und dann brauchen wir auch die entsprechenden Fachkräfte dazu. Ich möchte auch im Bereich Tourismus mehr machen. Ich möchte, wie gesagt, dass wir spannende Geister hier locken. Drei Kandidaten, ganz unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema MV in Europa. Europa kann viel für MV tun,
Aber auch diese Botschaft konnte Bauer Kohl am eingängigsten formulieren. Europa kann uns nicht retten, aber dabei helfen, uns selbst zu helfen. Und wer die beste Hilfe für MV ist, das darf jeder, nicht lethargisch, sondern demokratisch, am 25. Mai wählen.